Easy Go Ink aus Wels. Hier eine Sensation. Der allererste Teardrop mit Ausbau von Easy Go Ink. Er ist zu 95% fertig? Ja, so, ich sage mal 90, weil ich glaube, dass man immer was rausholen kann. Ja, du bist der? Ich bin der David von Easy Go Ink. Und wir sind da eben aus Wels, sind eigentlich ja, Vanlife-Kompetenzzentrum und strecken aber auch unsere Fühler aus und haben gemerkt, dass unsere Systeme auch im Teardrop-Trailer Sinn machen könnten. Schnell, ihr habt eine Kühlbox von Dometic, wie ist die zu entsichern? Ziehst sie raus? Achso, die hält so. Genau, hält so, schön komfortabel, große Kühlbox. Da sind wir mit der Auszugskombination noch nicht so zufrieden, weil es noch nicht so stabil ist, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Wir haben hier einen unserer Standardauszüge, der genauso in einem Pöstl Vanster beispielsweise montiert werden kann. Genau der mit 81 x 61 cm. Der ist mit 200 kg belastbar und das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ja, das wird hier noch geändert. Da bist du noch nicht ganz happy, aber es ist, ich denke mal, zum Caravan-Salon ist der fertig, oder? Da wird er zu sehen sein? Nein, der wird am Caravan-Salon vermutlich nicht zu sehen sein, außer wir finden einen Partnerstand, der sich bereit erklärt, mit uns das gemeinsam auszustellen. Genau, es gibt nämlich hier einen Hersteller von dem Fahrzeug, das ist eine Co-Produktion. Das Fahrzeug selber habt ihr nicht gebaut, den Anhänger? Nein, genau. Wir arbeiten da mit der Firma ProCamp zusammen. Die fertigen in zweiter Generation diese Offroad-fähigen Anhänger. Wo? In der Slowakei. Und der ist an uns herangetreten, der Martin, ob wir nicht gemeinsame Sache machen möchten. Und ja, jetzt sind wir da mal am Testen und sind gespannt, was das Publikum so zu unseren Ideen sagt. So, und der Innenausbau ist komplett von euch. Mach mal bitte auf, hier ist ein Fach. Was kann man da machen? Schrank? Genau, ein Schränkchen beispielsweise. So, dann lauter Euroboxen, die man auch als Sitz verwenden kann. Richtig. Da könnte man auch eure Standardmodule nehmen. Ganz genau, richtig. So, Wasser ist hier fest eingebaut. Das Volumen vom Wasser? Was geht 40 hier? Liter Frischwassertank. 40 Liter Frischwasser. Also das sind überall Schubfächer. Die Sicherung passiert so. Hier oben siehst du, das sind eure berühmten 12-Volt-Boxen, die ihr habt. Genau. Dann die Seitenverkleidung wieder Wolle? Richtig, wieder 100% Schurwolle, einfach für gutes Klima und einen nachhaltigen Ansatz. Ansonsten gibt es Strompaket, das sich im Design noch ändern wird. Wir haben unten eine Abwassermöglichkeit, ist jetzt noch nichts verbaut, aber da kommt der Abwassertank hin. Eine tolle Spüle, die du auch schon gesehen hast, von der Firma Queen Size Camper. Das ist eine Campingspüle, oder? Das ist eine super Spüle. Also wirklich gratuliere. Ein tolles Produkt. Es fühlt sich gut an und entspricht absolut unseren Maßstäben, was den Produkt betrifft. Leider, kann man den Hahn irgendwie wegmachen? Ja. In diesem Fall leider noch nicht, weil wir nicht ausreichend Platz haben für die seitliche Montage. Dann könnte man ihn umlegen. Das haben wir nur am Tüfteln, wie man das dann so montiert, wie es eigentlich gehört. In dem Fall hat die schnelle Lösung für die Messe reichen müssen. Und das heißt, der wird nochmal seitlich montiert. Aber es spielt keine Rolle. Das hier ist ja im Moment eine Machbarkeitsstudie, die schon sehr weit ist. Das ist ein Grill, oder? Hier? Genau, das ist ein Grill, den man am Reserverad mitnehmen kann. Ist eine Handelsware von Frontrunner. Nachdem wir auch Frontrunner-Partner sind, gibt es das auch alles bei uns. So, Easy Go Inge, ihr seid in Wels. In Oberösterreich, hier ist ein Rhino-Rack drauf, Batwing, ich glaube, der Industriestandard fast in dem Bereich, oder? Ja, genau, ist gut, wichtig, Preis-Leistungs-Verhältnis passt, könnte vielleicht noch etwas stabiler sein, aber auch hier die erste 270-Grad-Markise, die wir da montiert haben. Wir haben das Ganze adaptiert auf unser neu und frisch entwickeltes Roof-Rack, das es auch für unsere Vans gibt. So, ihr habt eine eigene Entwicklungsabteilung, sieht man auch im Video, da macht ihr viel mit CAD-Programmen natürlich, aber ihr habt auch 3D-Drucker, wo ihr Bauteile erstmal testen könnt, ja, bevor sie dann in die Fertigung gehen. Die 3D, ich sag mal, Modelle könnt ihr dann bearbeiten lassen in Alu oder in Edelstahl, wie ihr wollt? Richtig, Materialien sind einfach noch Funktion zum Auswählen und für uns ist es einfach wichtig, dass wir alles so gut wie möglich upfront testen und da ein relativ rapides Prototyping hinbekommen. EasyGoInc.com. Hat man Informationen über
diesen Anhänger überhaupt schon auf der Webseite? Nein, das ist wirklich eine der ersten Gelegenheiten, wo man aufschnappen kann, dass EasyGoing an diesem Projekt bastelt. Wir bauen jetzt da 3 solche Trailer. Mit dem dritten sollte er serienreif werden und dann soll es eine Limited Edition von 20 Stück geben. Mach mal auf hier bitte. Das ist die Deichselbox. Da kommt Fahrrad drauf oder so? Man könnte hier einen Fahrradträger montieren. Hier haben wir den Dieseltank für die Standheizung untergebracht. Hier ist noch eine wasserdichte Box, die aber auch auf dem Roofrack montiert werden kann. So, hier, das ist das Fensterchen. Auch das ist verkleidet. Das Fenster ist aber nicht von euch, das war vorher drin, oder? Die Hülle selbst hat der Hersteller gebaut. Wir haben Materialien beigestellt und es ist jetzt einfach auszuwählen, bleibt man bei dem Fenster oder nimmt man für die nächste Serie ein anderes Fenster. Das ist halt jetzt so der Status. So, jetzt gehen wir mal kurz rein, denn du kannst, warte mal, andere Seite, das zeige ich dir mal. Ihr habt schon einen Tisch gewählt, der lässt sich nach außen schwenken. Genau, also das ist unsere Tischplatte in dem Trailer. Wir können den Tisch auch an anderen Punkten später montieren. Es kommt darauf an, wo wir überall an Aufnahmepunkte verteilen. Du kannst den nach außen drehen. Man kann hier auch gut am Trailer Zeit verbringen, kann sich aber auch zurückziehen und bei Schlechtwetter Zeit im Trailer verbringen. Und das ist eigentlich das große Novum in der Branche. Normalerweise gibt es den zum Schlafen und nicht zum Leben. Super. Ja, geh nochmal rein bitte. Mal kurz reinschauen. Ihr dreht selber Videos, da schaust du immer in die Kamera, muss man sagen. Das ist dir gerade passiert. Manchmal passiert es mir, jetzt ist mir bewusst passiert, ja. Schlafen Größe hier, was haben wir? 2,10 Meter mal 1,40 Meter. Ich komme auf die andere Seite. Bleib mal da sitzen, genau da, wo du bist. Weil man muss das System so ein bisschen verstehen. Da ist eine Dieselstandheizung drin jetzt, Autotherm wieder. Richtig, die ist da unten im Technikmöbel verbaut. Hier haben wir eine 100 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und hier können wir noch ein bisschen Licht machen. Danke, ich danke dir herzlich fürs Licht, muss man sagen. Aber du kannst drin sitzen, das ist bei vielen nicht möglich. Also da ist die Höhe und hier der Unterschied nicht so groß. Genau. Der da ist das Konzept hier. Was ist hinten mit den Matten? Was hat es damit auf sich? Der Stauraum, den wir vorher von außen gesehen haben, ist hier von innen genauso erreichbar. Das bedeutet, ich habe noch nie gesehen sowas. Das ist ein absolutes Novum. Normal ist das nicht erreichbar. Das ist zu. Ja. Und da habe ich aber dieselben Boxen für mich zur Verfügung. So, ihr seid die Zirbenholz-Profis. Alles riecht nach Zirbenholz hier drin. Das ist so, ja. Ihr habt es massiv verbaut. Das ist auch Teil des Konzeptes. Die Leute fühlen sich direkt wohl, wenn sie reinkommen. Der Geruch ist der Hammer. Ja, es ist so. Aber es atmet auch, oder? Das Holz. Genau, es ist, ja, es schafft gutes Klima, es fühlt sich gut an, es wird wohnlich. Hat sich einfach bewährt. So, das raus, das ist auch natürlich toll. Muss nichts umklappen, das Ganze wird einfach zugelegt und jetzt kannst du auch nur eine Seite machen, wenn du alleine bist. Genau, der Trailer ist symmetrisch aufgebaut, das heißt, ich kann die eine Seite komplett entfernen, mein Bike hier sichern und somit auch alleine Zeit drin verbringen. Der Clou an der Sache ist aber, dass ich hier jetzt dreckige Schuhe haben kann, ohne dass ich mir die Bettfläche, sage ich mal, dreckig mache. Du kannst sitzen und kannst Schuhe anziehen. Schuhe anziehen, hier mit 2 Freunden oder der Familie einfach Zeit verbringen. Und vor allem, wenn ich mir jetzt die Schuhe ausziehe, natürlich auch die Bettfläche aufbauen, ohne dass ich mir das alles dreckig mache. So, das ist Prototyp, müssen wir sagen. Normal würdest du mit Schuhen niemals drauf gehen, aber ihr testet das wirklich bis auf Herz und Nieren im Moment. Es ist ja, genau. Also es muss einfach alles passen und auch die Waschbarkeit des Bezugs ist ja gegeben. Wir können das bei 60 Grad waschen und abziehen. Von dem her sind einfach die Schnürsenkel so weit zum Aufbauen. Ich weiß, es ist auch schon sehr spät. Wir haben halt viel gedreht. Wir haben viel gelernt über dich, über euer Team. Social Media hat euch echt groß weitergebracht, muss man sagen, weil viele Produkte sind extrem erklärungsbedürftig. Mhm. Man kann das dann auch mal Leuten zeigen, die nicht auf Messen können. Das war ja oft das Problem in der Pandemie. Das heißt, also viele wollten nicht hingehen, die haben dann Videos geguckt. Habt ihr das gemerkt? Euer Kanal ist gut, hat sich gut entwickelt? Ja, hat sich gut und zufriedenstellend entwickelt. Wir haben da ja, das puffern können, dass wir keine Messen besuchen haben können und können so einfach nachhaltig Informationen für unsere für unsere Interessenten zur Verfügung stehen. So, ich zeig's mal gerade. Also hier kann man die Füße dann auch drunter machen später. Das heißt, das Kopfende wäre dann wo? Wo man will?
ja genau, wo man will. Es gibt dann nachher nur einen Verstauplatz für den Tisch, der kommt dann natürlich komplett weg und die Füße würden eher da sein. Da wird es noch ein bisschen höher werden, damit die Füße auch gut unten reinschlupfen. Und ja, aber ansonsten sind wir schon sehr nah dran, glaube ich, auch mit Feedback zum Hersteller des Trailers, dass wir da ein gutes Produkt schaffen werden. Oben hast du noch Kleiderschlangen. Ja, der erste Zirbenholz-Trailer, das ist der absolute Hammer und ist echt gut geworden, oder? Ja, also wir feiern ihn eigentlich total, für uns ein total neues Produkt, weil wir sonst immer auf Fahrzeugen aufgebaut haben und in dem Fall ist auch ein Anhänger ohne Motor und ja, macht Spaß. Wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln uns weiter und durch Kooperationen mit tollen Firmen wie der Firma ProCamp entstehen auch tolle Produkte. Es macht einfach Spaß, das ist unser Antrieb. Ich habe einen ganz komischen Effekt, wenn ich nach links gucke, weil euer riesen Graffiti hier ja, flimmert mir in den Augen. Ich habe eben schon gedacht, ich habe Augenflimmern. Du bist der? Ich bin der Martin. Ja. Bist 33 Jahre jung, bist Landwirt, du bist technischer Zeichner und? Klempner. Und Klempner. So, und das macht sich bemerkbar. Du hast auch 7 Berufe. Ich bin gelernter Krankenpfleger und habe Pflegewissenschaften studiert, war dann selbstständiger Fotograf und ja, seit einiger Zeit einfach auch treibend bei EasyGoing tätig. Und das heißt, ich würde mich jetzt als Unternehmer bezeichnen. Also, du warst Krankenpfleger mit Ausbildung, echt? Warst du Krankenpfleger? Ja, ich habe also Krankenschwester. Diplom in Krankenpflege. Ja, ist ja in Österreich, ist man ja auch schnell Doktor, oder? Wahrscheinlich genauso schnell wie in Deutschland. Ja, natürlich auch das Magister und so. Ihr seid ja nicht weit weg von der Grenze. Ihr habt so einen leicht bayerischen, also das nehme ich zurück, aber es klingt nicht so wie das Wienerische. Ihr seid nah an der Grenze, in der Nähe von Passau, München. Habt ihr viele Kunden aus Bayern? Ja, auf jeden Fall. Es kommen sehr, sehr viele Kunden aus Bayern. Wir verstehen uns, wir sprechen die gleiche Sprache und ja, auch die Gegend, das Ländliche, das ist Österreich, ziemlich ähnlich. Euro habt ihr auch? Haben wir auch, ja, schon ein paar Tage mittlerweile. Ja, nee, es war Spaß, aber ihr habt 20% Mehrwertsteuer. Wenn die Fahrzeuge nach Deutschland direkt fakturiert werden und da zugelassen werden, sind es auch 19%, spare ich nochmal 1%? Ja, richtig, genau. Ansonsten für Ladenkunden 20% Mehrwertsteuer. So, wenn ich jetzt Geschäftskunde bin, ihr könnt auch mit Umsatzsteuer-ID und Nachweis auch ohne Steuer liefern, das geht auch, oder? Definitiv, da haben wir dann eine innergemeinschaftliche Lieferung und dadurch, dass wir unser B2B-Netzwerk mit allen Produkten, die wir bei uns zirkt, immer stetig ausweiten wollen, auch nach Deutschland, ist das für uns eigentlich täglich Brot. Und du meinst, der hebt, der Camper? Ich kann es mir gut vorstellen. Heben heißt uns halten, ja, für alle, ja, die da kommt aus dem Schwäbischen. So, das ist dein Auto, das muss man eigentlich noch dazu ergänzen, filmen, das wäre das Zugfahrzeug. Das macht unglaublich Aufsehen. Hast du ihn schon mal mitgenommen, mal spaßeshalber, oder ist das jetzt im Moment noch eine Testzusammenstellung, dieses Gespann? Ich habe persönlich leider noch keinen Führerschein für dieses Gespann. Zeig mal das Gesicht. Echt, du hast keinen Führerschein? Du brauchst ein B, was ist das BE? E zu B. Was? E zu B? Genau. Um schwere Anhänger ziehen zu dürfen. Schwere gebremste Anhänger. Okay, das ist der BE bei uns, glaube ich. Ja. Ja. Ja, das ist der ist ja auch alles da. So. Und das aber ist ein, die Kupplung ist schon da und gut vorbereitet. Wir haben ihn auch schon damit gezogen und ein paar Fotos gemacht. Okay, das heißt, also eher auf Privatgelände spielt es eh keine Rolle. Aber es ist ja schon komisch. Du kannst irgendwie in Amerika kannst du 20 Tonnen fahren mit dem Autoführerschein. In Deutschland brauchst du, um ein E-Bike zu fahren, 45 km/h einen Autoführerschein oder sowas. Ja. Aber du darfst schwere LKWs nach gewisser Zeit, wenn dein Führerschein alt genug ist, fahren, oder? Ja, 7,5 Tonnen. Ja, das also schätze damit ich. Damit Anhänger bis 15 Tonnen. Ja, das ist cool. Ja. Was gibt's bei uns? Denkt die einen so, die anderen so. Schwellersauszug ist drin. Schieb mal rein. Genau. Unser Vanlife-Modul Sport, das man normalerweise aus Camper-Vans kennt, ist aber auch da hier für den Toyota Land Cruiser HDJ80 konfigurierbar. Ist einfach ein Anschauungsbeispiel für das, wie gut das Modul und das System in verschiedensten Fahrzeugen funktionieren kann. Wie schläft man da? Weil da sind ja vorne Sitze. Ja, die werden umgeklappt, dann wird es ausgezogen und die vordersten Sitze müssen noch ein bisschen nach vorne rutschen. Geht aber. Geht, ja. Ist man denn geschlafen? Ich noch nicht, weil das erst seit einer Woche oder so eingebaut ist. War nicht zugelassen, gell? Wir waren aber schon auf einem Event. Ich habe den Schlafplatz aber an einen Kollegen abgetreten. Vergeben. Obendrauf, das ist Frontrunner oben noch?
Der Dachträger ist von Frontrunner, das Dachzelt ist von Gearrock, einer sehr gut befreundeten Firma, und die Dachplattform, das Roofrack auf dem... Die ist von euch. Ist wieder von uns, richtig. Okay, das heißt, ihr habt eine eigene Engineering-Abteilung. So, jetzt machen wir Schluss. Easy going. Heute haben wir wirklich viel produziert. Hast du jemals so viel produziert an einem Tag? Nein, es war sehr intensiv, aber ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit dir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Du darfst mal meinen rechten Arm mal fühlen, mach mal. Na, da oben. Das ist so, nee, brauchst du nicht. Nee, ist es nicht, aber ich habe ja die Kamera gehalten jetzt. Ich guck mal gerade, wir haben begonnen. Ey, pass auf, ja, wir haben begonnen, was habe ich ja gesagt? 7 Stunden. War auf dem Chip 7 Stunden 30. Schätz mal, wie viel drauf ist jetzt noch? Ja, 30 Minuten. Ja, 33 Minuten. Wir haben 7 Stunden netto gefilmt. Und das ist fast so wie bei B-Mobil. So ist es. So. Tschüss Jungs, seid in Wels. Also ihr habt von mir den großen Film-Oscar www.easygoing.com. Guckt euch genau an, wie es geschrieben wird. Weil habt ihr einen Wettbewerber, der genauso heißt, ohne C? Nee. Okay, das heißt, man kommt nur bei euch. Danke fürs Einschalten. Ciao. Tschüss. Servus.